Vor einigen Wochen durfte ich für unser Diözesanmuseum die diesjährige Krippenausstellung eröffnen. Sie trägt den Titel Engel, Überbringer der frohen Botschaft. Kaum eine Weihnachtskrippe, wo nicht auch Engel ihren festen Platz haben. Und immer dort, so heißt es schon im Lukasevangelium, wo die Engel an der Krippe auftauchen, dort wird es mitten in der Nacht hell. Es wird Licht und Menschen bekommen wieder Hoffnung und Zuversicht. Engel? Im Lateinischen heißt es Angelus, im Deutschen übersetzt Bote und ich möchte auch sagen Botin. Bote, Botin zu sein, das können, so sage ich gerne, auch Engel auf zwei Beinen sein. Sie müssen nicht unbedingt Flügel haben. Und mit der Aktion Adventsengel möchte ich mich gerne an Sie wenden. Ob Sie bereit wären, Adventsengel für andere Menschen zu sein. Wir haben so viel, gerade auch in dieser Adventszeit, die unter sozialen Einschränkungen leiden, die noch nicht wissen, wie Weihnachten auch für sie gut werden kann, so manches Mal sogar überlegen, wie sie Miete, wie sie Heizkosten bezahlen sollen, geschweige denn, ob es überhaupt Geschenke geben kann. Wenn Sie dazu beitragen könnten, dass diese Menschen auch an Weihnachten ein helles, ein schönes, ein warmes Weihnachten feiern können, dann darf ich Sie bitten, als Adventsengel durch eine Spende oder auf vielfältige Art und Weise Menschen zu unterstützen, die noch nicht wissen, wie das für sie Wirklichkeit werden kann. Auf unserer Homepage finden Sie dazu viele Ideen und kreative Möglichkeiten. Danke für Ihre Unterstützungen und an dieser Stelle Ihnen schon weiterhin eine gesegnete Adventszeit und ein frohes, gesegnetes, friedvolles Weihnachten.